Ja, so, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Let's Play Total War Warhammer in der Rolle von Arzak, dem Schlechter der Orks sozusagen. Und wir sind hier stehen geblieben, indem wir da noch den Rotzähnen richtig schön auf die Mütze gegeben haben. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können, denn wir haben ja auf jeden Fall hier einen Rang bekommen. Und da habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt. Das ist interessant, diese Sachen hier schalten sich erst frei, wenn wir diese Zauberkrone haben. Und die kriegen wir ab Rang 8, kriegen wir eine Mission, wo wir dann ausführen müssen. Und ich würde sagen, wir gehen hier unten auf Bewegungsreichweite, auf Kampagne plus 10. Leider ist es so, dass das nicht ausreicht, um noch diese eine Schlacht hier zu führen. Das geht leider nicht. Wir kriegen diese 10% erst in der nächsten Runde, was sehr, sehr schade ist. Ich hätte die wirklich gerne noch aufgerieben. Aber so, aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist uns zurückziehen. Denn hier oben hat er eine Armee drin stehen und wenn ich die anklicke, sieht man, dass der hier ganz knapp rankommen kann. Wenn wir in die nächste Runde gehen, wird er uns hier definitiv angreifen und dann mit 2 und das wird zu viel, das schaffen wir nicht. Deswegen werden wir hier die Stellung machen und hoffen einfach mal, dass es ausreicht, wenn wir jetzt hier, mal reicht das schon aus, also das würde schon ausreichen. Ja, pass auf, wir gehen hier hin. Dahin. Wenn er dann kommt, ist er selber schuld. Ist er selber schuld, dann wird er aufgerieben und so. Aber er dürfte uns nicht mehr erwischen. Ich weiß es nicht, wenn er auch auf Gewaltmarschstellung, das was wir jetzt gerade gemacht haben, hier unten ist die Gewaltmarschstellung, umschaltet, ob dann er tatsächlich noch mit teilnehmen kann in der Schlacht. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es einfach mal nicht. Und wir schauen uns mal unsere Festung Schwarzfels an und gucken mal, was wir da machen können. Ja? Also, wir haben hier vorne, und das ist ein bisschen anders bei den Untoten, das habe ich mir gerade schon ein bisschen angeguckt, das, ja, bis hier hoch. Und es ist so, dass es in den ganzen Provinzen, ich zeige euch das mal hier auf der Karte, diese Provinz ist, wenn ich das so richtig sehe, genau das hier, das da hoch, und das gehört alles zu der Provinz hier, scheinbar, ne? Und es gibt dann eine Hauptstadt in der Provinz, das ist tatsächlich hier Eisenfelsen, ist die Hauptstadt, dann gibt es noch Nebengebäude, das kann ich euch hier am besten zeigen. Nee, Schwarzfels, tatsächlich haben wir schon die Hauptstadt. Ah, hurra, hurra. Schwarzfels ist hier die Hauptstadt in dieser Provinz. Und dann gibt es eben noch Eisenfelsen und Charakdorn. Eisenfelsen und hier oben Charakdorn. Und wenn das bei den Orks genauso ist wie bei den Zwergen oder bei den Untoten, dass du wirklich die Nebenstädte nur bis Stufe 3 hochbringen kannst, also hier Stufe 3 hochbringen kannst und nur die Hauptstadt auf die Stufe 5 hochbringen kannst, ist das hier interessant. Dann lohnt es sich hier auf jeden Fall den Klopperplatz. Ey, der Klopperplatz. Ich gehe kaputt, Leute. Ein großer Platz, wo kriegslüsterne Deppen sich gegenseitig verkloppen können. Schön. Ach, herrlich. Ja, den bauen wir auf jeden Fall. Kostet uns 2000. Zack, der kommt. Und dann gibt es hier auch noch eine Besonderheit bei uns in Schwarzfels. Und zwar haben wir hier ein Goldvorkommen. Gold, wo man Gold findet, da lässt sich ein Bergwerk errichten, um das kostbare Metall abzubauen. Genau, dies gewährt eine einzigartige Gebäudekette. Und das ist dieses Gebäude hier. Da ist er. Höhle voller Glitzerkram. Diese Höhle, nee, in dieser Höhle finden die Jungs öfter mal glitzernde Steine, die dem Boss gut und gerne ein paar Zähne wert sein können. Also das Ding bauen wir auf jeden Fall, kostet uns 1000, gibt uns aber auch 500, also sprich spätestens in Runde 3 hat sich das Ding wieder gelohnt und wir verdienen 500. So, also das machen wir hier auf jeden Fall. Was wir uns jetzt auch noch anschauen werden, ist mal unseren Forschungsbaum. So, ihr seht, der ist bei den Orks doch, boah, recht übersichtlich, würde ich mal meinen. Und so, wir haben ja das erste schon freigeschaltet, was uns allerdings nichts bringt. Und dann hätten wir die Möglichkeit, entweder auf Geschossschaden zu gehen, was uns dann für die Bogeneinheiten, also sprich die Goblins, die können ja auch zu den Grünhäuten und die Orks, vielleicht dann auch die Wagen, die wir dann vielleicht auch irgendwann bekommen. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir dann hier noch bessere, oh man, bessere Stücke. Eieiei, ich gehe echt kaputt. Das ist wunderschön. Eine Waffenstärke für unsere Speerkämpfer und unsere Grünhäute, das ist auch sehr gut. Oder wir gehen direkt weiter auf Lasttiere, was Munition für unsere Bogeneinheiten geben würde. Für alle drei Dinge brauchen wir auf jeden Fall die Goblin-Tüftlerbank. Und wir sehen schon, wenn wir hier mal draufklicken, dass dieses Gebäude hier, die Goblin-Tüftlerbank, das dauert noch ein bisschen. Denn wir müssen hier ein Hauptgebäude der Stufe 3 bauen. Wir sehen hier, das hat mit Wachstum zu tun. Wir brauchen hier einen Wachstumsüberschuss, Bevölkerungsüberschuss von 2. Das kriegen wir hier.
Dauert 5 Runden, haben gar keinen. Dauert also noch eine Weile, bis wir da hinkommen. So, was wir jetzt noch weitermachen werden, ist, wir werden einen Helden rekrutieren. Und da gucken wir uns doch mal einfach an, was wir haben. Wir haben auf ihn den Durbok, das ist ein Goblin-Großschamane. Der ist allerdings verschmäht, das ist nicht so wirklich geil. Dann haben wir eine Keuler-Feinstecher. Der ist ehrenhaft. Ehre ist alles, Führerschaft plus 10. Das ist interessant, das ist ein Großschamane. Was haben wir denn noch? Dann haben wir noch den Gorburz. Der ist kompromisslos. Heldenverteidigung 10%, Angreifer zu verwunden. Das könnte ja durchaus... Das könnte ja durchaus mal ganz wichtig werden hier. Und dann haben wir hier noch einen Wargboss. Der ist heiter. Plus 5. Kosten tut er das gleiche. Kompromisslos. Ich glaube, dass aber unser Azog auch ein Wargboss ist. Deswegen würde ich fast mal zum Großschaman tendieren. Und zwar hier den Keuler Feinstecher. Ja, Leute, den holen wir uns. Den machen wir. Rekrutieren den. Da taucht er auf in unserer Feste. Und dann können wir hier unten auf jeden Fall schon mal Einheiten rekrutieren. Und das machen wir aus. Und dann holen wir uns noch ein paar Boys. Right. So. 3 Stück hier oben. Seht das? Haben wir momentan die Rekrutierungskapazitäten von 3 frei. Und das machen wir auch. Da hauen wir voll rein. So. Und ich glaube... So, weil wir können uns jetzt noch die Siegbedingungen... angucken, aber, oder hier, die Siegbedingungen. Ne, das ist die Goblin-Kampagne. Falsch, hier. Und da seht ihr schon, es gibt eine kurze und es gibt eine lange Kampagne. Und, da ist noch sehr, 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 sehr viel zu tun, Leute. Und das schauen wir uns mal an, wenn es dann wirklich ein bisschen fortgeschritten ist. Damit will ich euch jetzt einfach nicht belästigen. So, ja, nehmt in, das ist hier eine Mission, die wir haben, ganz klar. Dann hier oben können wir die Ereignisse noch anschauen. Da Schlacht, Eisenfest, ein knapper Sieg. Für mich war das, in meiner Auffassung war das nicht sehr knapp. Wir haben da haushoch gewonnen. Auch wenn wir die Truppe nicht komplett vernichtet haben, ist der Boss gefallen. Den haben wir in den Dreck geschickt und so. Und haben den Rang bekommen und noch eine Armee aufgestellt. Das ist also sozusagen der Ereignis-Log. Da haben wir die Streitkräfte. Wir haben die 2, da haben wir Keuler und unseren Azag. Da haben wir unsere Provinzen, die es gibt. Uiuiui, da ist aber... sind die alle nicht besetzt? Umstritten, okay. Naja, auf jeden Fall haben wir das. Und dann haben wir noch bekannte Fraktionen. Da kennen wir auch schon ein bisschen was. Hauptsächlich Orks, andere und Zwerge. So viel dazu. Aber jetzt werden wir auf jeden Fall mal in die zweite Runde gehen. Und wir hoffen echt, dass das hier nicht passiert. Weil wenn da jetzt passiert, dann reibt er uns auf. Dann macht er uns weg. Drückt die Daumen. Noch sind die Zwerge dran. Jetzt kommt das Imperium. Jetzt kommen die Menschen. Jetzt kommen die Orks. Blutspeere. Da sind die Rotzen. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Oh, er läuft in unsere Richtung. Ah, ah, verflixt. Verflixt, Leute, verflixt. Der versucht es tatsächlich. Aber wir können noch versuchen, den Rückzug zu machen. Das kostet uns erstmal nichts. Hier steht, ein zweites Mal geht es nicht. Ich hoffe, es klappt. Jawohl, das schaut gut aus. Das schaut gut aus, Leute. Er kriegt Verschleiß, scheinbar. Das ist gut. Die Goblins langweilen sich. Gebt ihnen etwas zu tun. Sonst kommen sie noch auf dumme Gedanken. Baut ihnen einen Ort zum Arbeiten. Mit den geeigneten Einrichtungen können ihre klügsten Köpfe neue Kriegsmethoden erforschen. Ja, genau. Und da sagte uns gerade hier der Berater von unserem Boss, dass wir eine Goblin-Tüftler-Werkbank bauen sollen. Und das machen wir auch auf jeden Fall, sobald wir dann wirklich auch die Bevölkerung dafür haben. Ne? Goblin-Tüftler-Bank. So. Soll eine Eroberung gelingen, so muss man seine eigenen Stärken genau kennen. Euresgleichen ist wild und gnadenlos, mein Herr. Siege erringt man nicht am Schreibtisch, sondern auf dem Schlachtfeld. Ja, der Schreibtisch gehört aber am Anfang auch dazu, aber ich glaube, das ist nicht so im Interesse der Orks einfach. So, was haben wir denn da? Orks und Orks stehen auf der Kampagnenkarte zusammen und werden als Grünhäute bezeichnet. Grünhäute leben nur für die Gefalt und ausreichend. Ja, klar, das sagt uns wieder. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, eventuell die Jungs anzugreifen. Die kriegen hier ganz gut Verschleiß, oder? Ist das Verschleiß? Nee.
Kapitulationskampagnenbewegung deaktiviert. Ne, der Muster, der holt auf jeden Fall Truppen. Das ist nicht wirklich gut. Wenn wir es schaffen, mit ihm hier... Mit ihm hier könnten wir bis hierher marschieren. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich speichere hier mal schnell. Und dann... marschieren wir mit ihm hier näher ran, wenn wir ihn hier umstellen. So. Wir könnten hier rekrutieren. Hätten wir vor, also in der ersten Runde nicht noch diesen kleinen Weg in unser Territorium gemacht, hätten die uns auf jeden Fall erwischt. Das wäre nicht gut gegangen, Leute. Das wäre nicht gut gegangen. So, wir können jetzt versuchen, mit ihm hier ranzugehen. Die Region, wo wir das machen, ist halt einfach Wüste. Ja, das probieren wir jetzt einfach mal aus, oder? Versuchen den einfach mal schön durch die Mütze zu geben und mit ihm ziehen wir hier hinten ran. So. Wenn er rekrutiert, darf er wahrscheinlich nicht mitmachen, ne? So, Leute. Ja, dann greifen wir den doch einfach mal an, wa? Los geht's. Was geht nicht? Okay. So, warum ist er nicht dabei? Warum ist er nicht dabei? Ich verstehe das nicht. Was soll denn das? Warum bist du nicht mit am Start bei der ganzen Sache? Bist du damit am Start? Weil du dich nicht mehr so viel bewegen kannst, oder was? Jetzt ist er mit dabei. So, und jetzt schaut es auch ausgeglichen aus. Wenn wir es schaffen, ihn möglichst schnell anzugreifen, richtig hart zu treffen und ihn gleich auszulöschen, dann dürfte der hier auch kein Problem mehr sein. Der ist, das ist sowieso Quatsch hier. Na, das Gefährlichste bei dem ist tatsächlich auch sein Wagen. Ja, Leute, das probieren wir auf jeden Fall. Haben wir irgendeinen Banner oder irgendwas, was wir nur verteilen können? Nee, wir haben aber einen Zauberer dabei und das ist schon mal nicht schlecht. Da fällt mir noch spontan, da machen wir noch was vorher. Passt mal auf, das, vielleicht klappt es noch. Oh, Rückzug. Vielleicht klappt es noch, dass wir ihm hier die Jungs hier noch geben. Dann wieder ranmarschieren. Dann mit ihm hier. Was? Ah, Leute, das müssen wir neu laden. Weil. Das laden wir mal neu. Weil es muss ja funktionieren, also das geht schon. Ja, Leute, und ich habe das gerade mal ausprobiert oder sowas. Das Neuladen war jetzt auch ein bisschen Quatsch. Und zwar liegt es daran, dass wenn ich diese drei Boys zu ihm hier mit reinpacke, dann haben diese drei nicht mehr diese Geschwindigkeitsstellung, die wir hier einstellen müssen, dass er noch mit in der Schlacht ist. Und dann klappt die Schlacht bei ihm nicht mehr, weil er kann sich einfach nicht mehr so weit bewegen. Deswegen machen wir das jetzt einfach so und hauen ihn jetzt auf den Deckel. Los geht's. Auf. Zack, zack. Aber jetzt schnell. So. Terrain sagt uns, dass wir hier einen Berg haben und hier hinten auch eine Bergkette. Das ist eher was für ihn, aber wir könnten uns wieder hier hinten positionieren und uns voranschleichen. Wird wahrscheinlich eher sich hier aufbauen. Das ist auch gut, weil bergab haben wir nicht so viel... So, wo steht... Der stellt sich ausgerechnet da drüben und kriegt aber hier Verstärkung. Leute, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Der Weg von hier bis hierher ist weit länger, als wir hier haben. Unsere Truppen kommen von da, das sind aber sowieso nur drei, also sprich reiben wir mit den Truppen das hier auf jeden Fall noch auf, bis die da sind. Ach Leute, das ist sehr gut. Hier die Magie der Winde ist okay, hat er einen Zauberer? Kann er zaubern? Nein, das ist eine Schwertinfanterie und ich weiß jetzt nicht genau, was da noch rankommt. Deswegen, nee, aber wir haben einen Zauberer. Wir stellen das jetzt mal auf, und zwar ihn hier direkt da, hier. Dann unsere dicken schlechter Boys. Die Trolle kommen auch hier vorne rein. Die müssen richtig, richtig schnell vor. Genauso wie die Bogenschützen müssen direkt schießen können. Das muss ganz, ganz schnell gehen. Dann haben wir hier die Moschas. Die stellen wir auch hier hin. Hoppla, falsche Richtung. So. So hin.
Dann haben wir unsere, die sind natürlich sehr, sehr gefährdet durch seine verdammten Reiter. Das ist richtig mies mit denen. Das gefällt mir gar nicht. Und wenn wir dann die Stellung haben, können wir eventuell hier oben dicht machen, das bevor der Gegner kommt. Ja, naja, Leute, das könnte so funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Die machen wir mal hier rüber. Die sollen dann die Flanke frei halten. Und das war's dann, glaube ich, auch schon. Hatten die da mal noch welche. Die Ork-Jungs. Die positionieren wir auch mit hier ran. Beziehungsweise machen wir es so. So, okay. Also für mich sieht es gut aus. So, one auf drei. Und dann würde ich mal ganz floggerfloggig sagen, Leute, versuchen wir das, ne? Los geht's. So, ich pausiere gleich und schicke die gleich vor. Die müssen jetzt so schnell es irgendwie möglich ist davor rennen. Und die, ja, da müssen wir stressen gehen, ne? So, los geht's. Und unsere Boys, die hier hinten kommen, müssen so schnell wie möglich. Feindliche Verstärkungen sind eingetroffen. Greift mit Umsicht an, mein Herr. Ja, die Verstärkung, das ist gut. Wir brauchen unsere eigene Verstärkung. Schnell. So, die so schnell es geht hier rüber schicken. Hat vielleicht unser Schamane irgendwas, was ihn schneller macht? Leider nicht. Leider. Fiese Stiche hat er. Die Ziele dieses Zaubers schlagen dazu, wo sich richtig weh tut. Oder schleichen sie von einer. Ah ja, okay. Sehr gut. Shortcut ist Alt 1. Linksklick aktivieren, rechtsklick Zauberbrowser anzeigen. Okay, das brauchen wir nicht. Es geht auf den Verbündeten. Rüstungsverstringender Schaden. Das ist ganz gut. So, Leute. Jetzt gucken wir mal. Unsere 1 ist auf jeden Fall auf Run. Schneller. Das muss richtig, richtig fix gehen. Schneller! Bewegt euch, Männer! Ja, das machen wir mal weg hier, wa? Druff! Aber voll ab! Ja, die kriegen jetzt natürlich Schaden, aber das macht denen jetzt nicht so viel aus. Druff auf die Brut. So, und mit denen können wir jetzt richtig schön vielleicht von der Seite da in die Flanke fallen. Geraten jetzt unter Beschuss, das ist schon mal nicht schlecht. Oh, verdammt, da kommt da schon der Wagen. Das ist nicht so richtig cool. Der muss weg, der muss so schnell wie möglich weg. Die Wägen sind echt das Gefährlichste, was er hier hat. Was ist mit unseren Jungs da drüben? Man braucht nicht so lang. Ihr sollt rennen! Ah! Eure feigen Krieger fliehen vom Schlachtfeld. Ja, das ist wirklich erbärmlich. Und sendet sie ins Gefecht zurück. Denen ist aber auch nicht mehr viel übrig, ne? Eure Krieger sammeln sich, mein Herr. Beruhigt sie.
So können sie wieder in die Schlacht zurückkehren. Ja, los, komm, auf geht's. Ja, Boys, bewegt euch. Zack. Der muss fallen. Boah, warum brauchen denn unsere Leute da so lange? Das ist ja unglaublich. So wird es nix. Können wir die irgendwie Wachmodus einschalten? Wachmann halten ihre Position und verfolgen keine Einheiten. Gruppieren und dann nochmal das noch. Das ist ein Rückzug, das brauchen wir nicht. Jawohl, das ist gut. Der ist gefallen. So, jetzt müssen wir hier auf jeden Fall mal versuchen, eine Aufstellung zu erreichen, die ein bisschen hanglagig ist. Das wäre ganz gut. Dann wäre hier oben. So, unseren Boss. Dahin. Die Ork-Jungs. Hier hin. Die Boys ist gut. Die kommen auf jeden Fall. Die bleiben jetzt mal da stehen und behaken die weiter. Ihr kommt hier hin. So. Und ihr versucht gleich dann von da hinten in die rein zu chargen. Das war, glaube ich, nicht so gut. So, das versuchen wir mal so. Und warum brauchen unsere Jungs hier einfach so Ewigkeiten? Warum braucht ihr so lange? Das ist ja unfassbar. Wir brauchen die verdammte Unterstützung da oben. Das ist gut. Komm, eine Salve kriegt er noch rein, oder? Nee. Zurück. Oh oh. Sehr, sehr viele. Thank you.
das, die ist halt nicht das. Die sind halt schon, glaube ich, sehr, sehr krass. Oh, die sind aber richtig müde. Naja, vielleicht gehen wir mit denen rein, aber sind halt Schwerkämpfer, ne? Voll drauf. Und es wird Zeit, dass der jetzt mal hierher kommt. Leute, Leute, das ist eine knappe Geschichte hier und es dauert auch außerdem schon wieder viel, viel zu lange. Was ist mit ihm hier? Na, da könnt ihr uns mal richtig Ärger machen hier mit unseren Bogenschützen, aber tut er nicht. Durchdringen unter Beschuss, ja. Das sind die Moschers, die wollen wir, denen wollen wir das drauf ballern. So, die sehen wir das jetzt auch hier irgendwie, dass die verzaubert sind. Das wäre ja total gut. Sehen wir das irgendwo ran? Woran könnte man das erkennen? Er hat auf jeden Fall den Zauber schon rausgeknallt. So, ihr haut dann da noch ordentlich mal ein. Und ihr charged mal richtig schön bei dem noch rein. Kriegen wir weniger als wir erhofft haben. Dann da voll Kanne in den Rücken. Jawoll, richtig durchgefetzt. Da, so wollen wir das sehen. So gefällt mir das. So, die Bogenschützen müssen wir jetzt aufpassen. Die müssen jetzt auf jeden Fall hier nochmal reinballern. Er kann doch nicht zaubern. Jawoll, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Was er hier macht, das frage ich mich echt. Also der hat da wohl überhaupt keinen Bock mitzumachen, oder wie? So, fiese Stiche. Auf. Die Orkjungs. Das wird eine ziemlich aufreibende Sache werden hier alles. Jetzt kommt er, oder wie? Jetzt hat er Bock. Nee, hat er nicht. Na, dann versuchen wir den aber noch zu erwischen. Ja. Und die machen hier unten auf jeden Fall Stress. Und die auch. Und die versuchen. So. Die stressen. Ja,
Das wird eine lange Folge, Leute. Aber ist ja irgendwie auch geil, ne? So, die müssen auf jeden Fall hier ein bisschen aufholen. Oh shit, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass die jetzt da reinhauen. Jawoll, ja! Na, wer sagt's denn? Super. Jetzt können wir sie noch ein bisschen verfolgen und mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Schaden an dem anrichten können. Das wäre ja schon ganz gut. Haben wir hier eigentlich Friendly Fire? Ich glaube schon, ne? Das ist nicht so gut. Haben wir hier die Möglichkeit, in Nahkampf zu gehen? Plänkler-Modus können wir anmachen. Ja, aber den noch packen, wo ich weiß es nicht. Kriegen wir ja noch den einen oder anderen. Die sind eindeutig zu schnell. Können wir mit den Speerkämpfern vielleicht hier noch eine kleine Mauer aufbauen irgendwo. Mal den Helden, wenn wir erwischen, das wäre schon richtig nice. Aber es sieht ganz danach aus. Als ob wir dem noch gescheit eins auf die Mütze geben können hier. Da ist unser Schamane. Oh, der rum. Der ist recht klein, ne? Der geht hier vollkommen unter. Da ist er. Der Lump. Wie sieht das aus? Kannst du uns noch einen Zauber rausballern? Er hat das ja, ne? Kriegt's auf dich selber. Komm, verklopf den Dicken. Jawohl! Echt jetzt? Und da unten, die kriegen auch noch ein paar weg. Ach, das ist nice. Unter 10, komm, unter 10. Ja. Wie ihr das geschafft habt, die jetzt in eine andere Richtung zu drehen. Unter 10, perfekt. Und der feindliche Kommandant ist verwundet und ist gefallen, Leute. Das ist großartig. Huha. Und vielleicht kriegen wir da oben auch noch den einen oder anderen. Eins. Jawoll. Entscheidender Sieg. Ja, wenigstens kein knappes Ding mehr. Ihr seid siegreich, die Leichen der Feinde übersehen den Boden und wer noch fliehen kann, wird unter dem Gelächter unserer Götter vom Feld gehetzt. Ah, das stimmt, das ist richtig, ganz schön gehetzt. So Leute, was haben wir denn verloren? Ah, das geht ja eigentlich. Na, schaut euch das mal an. Den haben wir gut zerlegt. Sehr gut, und nicht eine Einheit verloren. Ha, so muss das laufen. Alter, 2140. Lecker. Und einen Rang haben wir auch gekriegt. Hat er auch einen Rang gekriegt? Nee, leider nicht. Aber richtig nice. Richtig gut. Das ist auch super wenig Geld. Das brauchen wir nicht. Führerschaft. Wir holen uns mal die Einheitenverstärkung. Ast rein, Leute. Unser Feind von der Fraktion Rotzähne ist in der Schlacht von Eisenfelsen Todespass gefallen. Richtig nice. Gebundener Zauber Feuerball. Hui. Ja, da freut er sich, da freut er sich. Du, da kann er mal richtig reinhauen. Ein Feuerballring. Das ist ja fett. Kann ich den auch vielleicht unserem Azog geben? Das wäre nicht schlecht.
So Leute, aber wir sind jetzt wirklich am Ende dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wenn ja, dann gebt doch der Folge einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr freuen. Und falls ihr noch keine Abonnenten meines Kanals seid, würde ich mich natürlich über ein Abo auch riesig freuen. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr immer informiert, wenn es hier weitergeht oder ein anderes Let's Play weitergemacht wird von mir. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.